Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark Survival Evolved mit Sterbe Martin McSyke. Grüße. Und dem gleichen stinkigen Ur-Invi, der seine Kameraden sterben lässt. Grüßt euch. Aber Martin, du darfst nicht mehr sterben, das vielleicht ein Palat. Sandmann, lieber Sandmann. Sandmann, lieber Sandmann, ich hole ganz bisschen Druck, damit wir in unserem Bett entlarven können. Aber das ist das Gute, wenn Marty die ganze Zeit stirbt, dann haben wir einen Fleischlieferanten. Alter, Kannibalismus vor sich. Dann muss er nur dicht genug bei uns sterben. Ach, meine Nase? Kriegt man dann eigentlich auch so Nervenkrankheiten, wenn das Fleisch ist? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Versuch mal irgendwie, du wirst dann bestimmt irgendwie zum Mutant. Versuch mal irgendwie. So, ich habe jetzt noch 3 Fundamente gebaut. Jetzt. Was soll ich denn lernen? Was bringt man vor? Das bringt sowieso nichts, Marty. Hahaha, witzig. Was? Man kann doch mal ein Spiel halbwegs. Ne? Ja, ehrlich, Marty. Marty, es wäre ja? schön, wenn du als erstes mal auf eine Kiste und Mörser und Schlüssel gehen würdest. Kiste habe ich schon, also können Kiste wir schon. Kiste hast du schon. Dann wie? Mach du mal Steinschleim und Mörser und Stöße, ja. Oder vielleicht auch Schlauch, Wasserschlauch. Nee. Mach mal eine Stand, also Mörser und Stöße und Standfackel. Marty. Damit wir hier Licht haben nachts, ja? Du hast ins Haus gekackt. Hab ich gar nicht, das warst du vorhin. Hier steht, Kacke von Mike Hansen. Niemand kackt in mein Haus, ja. Hast du gehört, Marty? Standfackel unbedingt, damit wir was sehen im Dunkeln. Jo. Wie groß willst du die Bude machen? Mann, wir müssen noch Platz haben. Wie groß ist die Bude? Das ist eine Villa. Ja. Ich dachte, wir haben hier so. Ich dachte, wir haben so ein 4x4 und da stellen wir ein Bett rein und da kuscheln wir uns alle rein. Wir aber nicht mit euch. So Sandwich hier so. Wir müssen aber da nicht mit euch. Komm mal her. Geh mal weg. Nein! Geh weg! Hilfe! Der Ur irgendwie ist triebgesteuert. Nein, ich glaube, ich brauche noch ein Fundament und dann reicht es von der Größe. Wir wollen doch hier aber auch uns ein bisschen einrichten mit Kisten und mit Schränken und Tischen. Und Tischdeckchen. Ja, ein Tischdeckchen, ein bisschen schön muss es schon sein. Genau, es wird schon wieder dunkel. Ja, was könnte ich jetzt eigentlich noch Produktives machen? Warte mal, Herstellbares. Ich könnte... Du könntest mal ein bisschen... Ja, du könntest... Ich könnte Strohdach bauen. Ja, zum Bleistift. Ich gehe jetzt nochmal runter und hole... Hole noch mehr Stroh. Ich gehe mal zu Mike. Sonst stirbt der gleich. Die ganzen Palmen hier. Ich müsste mir auch mal eine Fackel bauen, ey. Es ist so dunkel. Ja, ihr Lieben, ihr seht heute wieder Strohspaß im Fußplan. Stromsparen? Ja. Strohspaß, nicht Stromsparen. Also wenn du hier auf dieser Insel nur Stromleitung legen kannst, irgendwie gebe ich dir 5 Euro. Das können wir bestimmt. Dieses Video wird aber nicht unterstützt durch Produktplatzierung. Richtig. Nein. Wir hassen Verivox. Nein. Wir hassen Verivox. Auch nicht. Genauso wie diesen dicken Mongo von Check24. Aber der hat sich gehalten. Everybody dance now! Jetzt habe ich schon gespuckt. Gott, oh Gott. Übrigens, ihr müsst nicht richtig ins Wasser gehen zum Trinken. Wenn ihr da vorne steht, drin und E drückt, dann trinkt ihr, ne? Was denn, pinkeln wir? Dann trinken wir. Hast du ein neues Hörgerät? Dann trinkt ihr. Ach, dann stinken wir. Sag das doch. Jetzt stinken tust du sowieso immer. Ich habe jetzt das erste Mal was getrunken, ey. Ach, der Brontosaurier, der wird auch unser Hündchen, ja, für die. Den nennen wir Fifi. Wenn wir Fifi. Den Fifi ist süß. Ich laufe lieber mal zum Wasser, ich habe schon wieder einen Durst. Durst, ich habe auch gerade erstmal eine Kleinigkeit getrunken. Also trinken muss man irgendwie unverschämt oft hier, finde ich. Ich muss total selten trinken. Ich auch, ich muss immer nur essen, ständig. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach nur ins Wasser reinrenne und nicht eh drück. Ja, das kann sein. Irgendwie, du wäschst dich nur. Ich bin halt ein sauberer Ur-Invi. Ich bin ein sauberer Ur-Invi. Süß, ey. Craften des Todes. Meine Spitzhacke ist putt. Ich muss mal meine Spitzhacke reparieren hier. Das Elend. Oh, schön, wenn man hier vom Strand kommt, wie das Feuerchen da oben brennt bei unserem Haus. Ja, das sieht schon schön aus, oder? Für einen Tag haben wir schon gut was geschafft, finde ich. Es geht auf jeden Fall schlechter. Ich mag meine Spitzhacke.
Stellt euch vor, ich hätte noch richtig mitgespielt. Martin, dann hätten wir hier schon ein paar Lampen stehen wahrscheinlich. Jetzt konnte ich doch nicht mehr anhalten eben. Da war die Hose voll. Warte, ich muss bestimmt. Warst du aufgeregt? Ich habe auch ein Käckerchen gemacht. Da sind noch 2 gegrillte Fleisch im Feuer. Ich musste gerade halt mal. Oh ja, ich habe Hunger. Warte, ich würde gerne eins essen. Marty, arbeitest du an der Fackel? Ja. Ein großer Junge? Ich brauche noch jetzt einen Feuerstein. Dann kommt die. Ein Fleisch. Ich könnte ja eigentlich auch alles herstellen, ne? Ich habe mir ein Fleisch gegriffen, 2 sind noch da, ihr Stinker. Gut. Na, du kannst auch 2 essen. Was willst du alles herstellen? Ja, ich hab jetzt hier Dauer geklickt beim Herstellen einzeln für die Dächer und habe jetzt erst den Knopf gefunden, dass man auch im Bike produzieren kann. Das geht tatsächlich, aber das hatte ich auch erst später gesehen. Okay, ein Fundament brauche ich noch, das stelle ich kurz her. Wo soll denn die Fackel hin? Am besten erstmal so vor die Tür, so 2. Schreibt schon da irgendwas an. Oh, nein, Martin, vergiftet. Ach, Martin, warte! Schnell! Oh, bleib stehen, Martin, bleib stehen. Das Vieh ist tot. Oh, großer Gott. Das ist ja, das ist ein Ding. Warte mal, ich mache jetzt erstmal hier. Danke, Envy. Der Envy hat. Aufregend. Es war wirklich total aufregend. Ich hatte fast schon wieder einen Angstschiss gemacht. So. So, warte, jetzt habe ich noch ein paar Dingsies hier. Für unser schönes Häusle. Scheiße, wie kann man denn das Dach platzieren hier? Level, ich glaube, das kannst du bestimmt erst platzieren, wenn... Nee, das kann ich schon platzieren. Hier seht ihr das nicht, aber ich muss halt gucken, ob ich das überhängend mache oder einfach nur oben drauf. Guck mal, wie schön das schon aussieht. Oder? Sieht das gut aus schon? Und man brauche ich nur noch ein bisschen Wand. Ich kümmere mich gleich mal. Guck mal, die Fackel. Oh, Martin, der hat... Oh, schön, komm hier. Ich habe was geschafft. Super. Oh, ist das süß. Oh, du bist so... Kannst du mich streicheln? Ja. Oh, Marty. Du hast dich beteiligt. Oh, guck mal, deine Fackel, ist die schön. Und hier wäre Vielen auch Dank, noch eine dass schön. Du mich geschlagen hast. Sehr gerne, Marty. Hier, einmal drumherum vielleicht, weißt du? So die Fackeln platzieren, dass wir überall schön Licht haben. Und ich glaube, wir können später auch in der Hütte auch irgendwas mit Fackeln machen. Aber ich bin noch nicht sicher. Ich habe ein Level Up. Yay! So ist das Strohdach gut? Das ist perfekt. Perfekt. Natürlich, wir lernen jetzt erstmal Strohtür. Ist für Marty die optimale Höhe. Für Marty die optimale Höhe? Ja. So Strohtür habe ich jetzt gelernt. Könnte ich noch auf dem Trampolin springen hier drin, ja? Würde ausreichen. Man hätte auch ein schräges Strohdach lernen können, ne, Indy? Ein schräges? Ja, wenn du weiter runter guckst, unter das Bluttransfusionsset, da kannst du schräges Strohdach lernen. Dann kannst du ich muss mal schnell Level Up machen hier. Was machen wir denn? Was ist wichtig? Und wenn das Häuschen steht, werde ich mich darum kümmern, dass wir auf Holz umsteigen. Ach, gut. Strohwand, Strohtür, Steinschleuder, warte mal. Fahne. Schräge Strohdach. Ja, genau. Das ist ganz cool. Ich setze jetzt erstmal meinen coolen Hut auf. Ich bin ja gar nicht angezogen. Ich habe mich ja noch gar nicht angezogen. Jetzt ist zu spät, dann können wir auch das Holz machen dann, oder? Ach, linke Strohwand. Was? Schräge Wand. Ja. Da können wir aber halt Holz machen. Boah, ich bin jetzt übelst der Cowboy. Ich bin jetzt das Cowgirl hier von uns. Leute. Sag mal. Guck mal. Boah. Ich hab einen Joe. Kann das sein, dass ich eigentlich übrigens immer noch in Buchse rumlaufe? Ja, du läufst immer noch. Oh, Marty, du Kleiner. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen Stroh holen. Ja, ihr habt alle so einen Hut im Inventar, aber ihr müsst euch diesen Stoffhelm dafür bauen, damit ihr den benutzen könnt. Was? Das probiere ich aus. Ihr habt alle so einen Cowboy-Hut im Inventar. Oh, hammergeil. Ich kann ja den Text nicht. Der Katmandu. Ja, der Katmandu. Katmandu. Ach, ist ja das Gleiche. Katmandu. Ach so, was benötigen wir denn für diesen Wasserschlauch? Vielleicht kann ich den mal bauen. Ja, den kann ich bauen. Tierhaut für. Ja. Aber es wäre besser, wenn wir noch mehr Fackeln auch hätten, ja? Bin ja schon dabei. Oh, du Kleiner! Nicht so schnell.
Obwohl es fängt an zu regnen. Man gut, dass wir schon ein halbes Dach fertig haben. Gut, dass wir schon ein halbes Dach fertig haben. Nochmal, wie viele Wände brauchen wir denn jetzt? Lass mal kurz gucken, komm. Meine Hacke ist echt der Shit, ne? Die Cut, Mann, Joe. Oh, irgendwie, du hättest es wirklich ein bisschen anstrengen müssen. Das ist ja für Zwerge. Kann man das wieder, bekomme ich die Rohstoffe zurück, wenn ich das einreiße? Ja, wenn du das einreißt, bekommst du die Rohstoffe zurück, genau. Alle? Oder nur ein Teil? Das weiß ich nicht genau, aber du bekommst trotzdem relativ viele schon zurück. Und jetzt soll ich schräges Dach dann irgendwie machen, oder was? Ja, dass zumindest, dass die Seiten angeschrägt sind, dass wir ein bisschen nach oben gucken können. Ich bin zu doof. Weil das ist schon gemütlich so. Was bist du? Ich bin zu doof, hier den Knopf gedrückt zu halten die ganze Zeit. Quatsch. So, ich mache jetzt hier weiter Wand. Oh, dann brauche ich nur noch eine Wand gleich. Dann haben wir zumindest schon mal die Wand drumherum. Guck mal. Ja. Ist das cool, oder was? Wie kann ich denn eigentlich nicht immer alles in die Fackel legen, sondern nur einen Teil? In die Fackel? Ich habe jetzt 16 Mal Holz. Du musst mal einzeln draufklicken. 16. Klick mal einzeln drauf, ob das geht. Ja, du kannst es im Inventar auseinanderziehen. Wenn du Steuerung gedrückt hältst, dann... Ja. Ziehst du einen weg und bei Shift irgendwie die Hälfte, glaube ich, dann halbiert er das. Irgendwie kannst du mir mal eine Fackel rausschmeißen vielleicht? Ich müsste mal im Wald laufen. Ach nee, Shift, ein Rift halt. Ja, oder? Warte, Upsla. Ach, da steht ja was. Upsla. das Feuer ist aus! Ach, Steuerung und ziehen einen Teil, okay. Warte mal, ich mach das Feuer wieder an. Da muss noch ein bisschen Holz rein. Ich lass euch mal ein Fleisch fallen, wenn er Hunger hat, hier. Ja, okay. Ja, ich hab auch Hunger. So, du willst eine Fackel haben. Aber nee, ich hab gar nicht so Hunger. Nee. Ja, ich will eine Fackel. Martin, hier liegt am Feuer ein Fleisch. Holt ihr das mal, das ist, bevor es verdirbt. Hier. Wo ist denn die? Hier. Ah, danke. Martin, hast du gehört? Was denn? Am Feuer liegt ein Fleisch. Holt ihr das mal, bevor es verdirbt. Ja, hab ich. Hast du gut. Wie bekommt man jetzt eigentlich möglichst schnell XP? Weil ich muss noch ein Level aufsteigen, dass ich das schräge Dach machen kann. Du willst grinden. Ah! Der tut nichts. Ich komme mal mit dir. Warte. So, Beschützer-Envy ist jetzt. Hier, Ranger-Envy ist jetzt. Ranger-Envy. Ah, hier mit Hut und Speer. Such die Bäume. Hier, okay, super. Sprach sie und lief in den Wald. Ich brauch Stroh. Ist jetzt gar nichts mehr. Schwarzer Bildschirm, ihr Lieben, schwarzer Bildschirm, ja. Ja, ich baue gerade noch eine Fackel, dann kann ich dir leuchten. Das wäre gut, ja. So. Wo hau ich denn hin? Ah, irgendwie, das ist super. Das ist super. Komm mal kurz mit. Pass auf den Dino auf, hau den nicht. Ja. Noch ein Stammfuck, wenn ich Dinos an hier eigentlich? Wahrscheinlich, ja, vielleicht. Aber wir brauchen Licht. Pass auf den Stego auf. Ja. Jawohl. Dann brauche ich nämlich auch gleich noch uns eine Tür. Und dann haben wir es nämlich gleich. Aber doch kein Dach. Nee, aber das schaffen wir schon. Das Dach kommt morgen. Ich glaube, das reicht. Warte, den nehme ich noch mit. So, Baum fällt. Lass mal zurückrennen. Irgendwie wieder die Funzel ausgemacht. Oh, guck mal, sieht doch schon schön aus. Wie viel brauchst du noch für dein Level Up, irgendwie? Und, 160. Ja, dann sammel mal ganz viel. Sammel mal ganz viel, bau mal ganz viel ab. Ja, ich gucke mal, ob ich eine Kiste bauen kann. Das wäre vielleicht schon mal hilfreich. Ja, eine Kiste auf jeden Fall. Ja, mir fehlen noch 5 Holz. Eine Kiste ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Warte, eine Strohtür? Dann können wir wenigstens die Tür schon mal zumachen. Kriege ich denn am besten Tier out her? Wenn du die kleinen Axt Dinos. Auf Tiere. Ja. Okay. Genau. Der irgendwie sachtet. So, jetzt mache ich mal eine Tür hier rein, damit auch niemand reinkommt. Ja. Guck mal! Ich habe eine Strohtür. Jetzt mal ein bisschen sammeln, damit ich XP kriege. Ihr müsst die Tür immer zumachen, wenn ihr rausgeht, ja? Und spülen. Und spülen nicht vergessen. Oh, ist das schön. Jetzt fehlt nur noch ein schönes Dach. Das kommt gleich. Soll ich bringt auch mal das viel XP?
Oh, nicht wirklich. Wieder gekeckert, meine Güte. Haben wir jetzt schon eine Kiste? Machen wir es rein? Die noch kommt nicht. Sofort. Wir haben noch keine Kiste, aber irgendwie ist dran. Bei die würde ich auch gleich in die Bude stellen, die Kiste auf jeden Fall. Ja, ich bin auf dem Weg, ich baue sie jetzt. Und, das sieht doch schon schön aus hier. Ich hoffe nur, das macht uns nicht gleich morgen einer nieder. Die schöne Bude. Oh, guck mal, irgendwie ist es nicht schön hier drin. Wie kriege ich mal die Tür zu? Mit E. Ach so, okay. Ja. Huch, es brennt! Emi! Zünde nicht meinen Fußboden an! Tu es nicht! So, wo wollen wir denn... Ach nee, ich muss die erstmal bauen, die Kiste. Wo wollen wir die denn hinhaben? Wie wäre es mit hier so in die Ecke? Hier so? Hier? Irgendwie? Wo bist hier, du? Hier in die Ecke? Ja. Gut, alles klar. Wir können da nämlich schon mal Ressourcen rein und so ein Quatsch. Wo ist der kleine Marty? Oh, Marty ist. Wir haben die Steine am Strand. Ach, süß! Oh, ist der süß! Ich brauche 65 Steine. Der ist so süß. Ich habe mal den Strohtürrahmen repariert. Ja, das Ding ist, du musst hier wirklich alles dauernd auch reparieren. Je weniger du. Also je kleiner der klar. Der. Ach was, ich rede. Ritter vermischt! So, hab jetzt schon mal ein bisschen was reingeschmissen da. Könnt ihr gucken? Luna, willst du mal gucken gehen? Was ich in die Kiste gepackt habe? Warte, ich mach nur mal kurz das Lagerfeuer nochmal an. So. Ja, jetzt will ich mal gucken, was in der Kiste Schönes liegt. Habt ihr Tierhaut? Ich habe keine Tierhaut, nee. Oder warte mal. Nee, habe ich nicht, sorry. Ich habe Chitin. Ach, also ein Tritobite. Ach, warte mal, diese Samen tue ich hier mal rein, wenn wir uns ein Beet machen. Die komische Brille brauche ich auch nicht. Echt, da kannst du was reinpacken. Was, in die Kiste? Ja. Ja, natürlich. Da können wir alle was reinpacken. Da ist ja kein PIN-Code festgelegt, weißt du? Wieso steht doch hier Kiste mit PIN verschlossen? Ach so, ja, ich kann was reinpacken. Schade, ich wollte euch trollen. Ach, irgendwie. PIN-Code, ja, in der Strohkiste oder was auch immer das ist. Also, weißt du, du hast nichts auf dieser Insel, aber Hauptsache, du hast einen PIN-Code an der Kiste. Biometrisches Touchpad. Ja. Ohne Scheiß, ehrlich. So. Iris-Scanner noch. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen was reingehauen. Es wird, glaube ich, langsam wieder hell, ne? Kann das sein? Ja, ne? Wäre es schon Zeit für die nächste Folge, oder ist Ja, wir sind jetzt bei 18 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Schluss für diese Aufnahme. Wenn ihr wissen wollt, wie wunderschön unsere Hütte macht und ob Marty in der nächsten Folge was zum Anziehen findet, dann schaut doch einfach wieder rein. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Schreibt in die Kommentare, wie eure ersten Begegnungen mit Ark waren. Das würde mich echt mal interessieren. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.